Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hinterkaifeck. Ja, ich habe noch so einen kleinen Plan ausgearbeitet. Wir kaufen noch zwei Flächen. Ist zwar scheiße, hier sind jetzt Rüben drauf, aber egal. Wir kaufen dieses Feld dazu. Kaufen. Ja. Und kaufen das Feld dazu. Kaufen. Ja. Dann passt das schon mal. Haben wir zwei Flächen. So, als erstes kriegen wir Mähdrescher. Ist ja logisch. Hier spielen wir mit alten Maschinen. Ne, nehmen wir nur kaufen. Schneidwerk. Schneidwerk. Hier. Vor. Kaufen. Ja, okay. So, wir brauchen jetzt noch einen Trecker, der ein bisschen was unter der Haube hat. Ich habe leider nur den Hanomag noch drin. Wo war der? Da. Der hat 75 PS. Die brauchen wir. Ganz ehrlich. Nee, Trelleborg sieht besser aus. Nee, aber ich brauche Frontgewicht. Was denn alles? Hoffentlich hebt ihr gleich den Fluch oder so. Den kaufen wir. So, das passt schon mal. Dann brauchen wir noch Geräte. Flug, 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 Flug. Habe ich leider nur den aus dem Alpinen, den jetzt sehe. Muss er ziehen. Kaufen wir. Grüber. Nehmen wir den. Den kaufen wir. Nee, Mitwelle. Kaufen. Das haben Flug, Grubber. Seemaschine brauchen wir noch. Seemaschine. Habe ich nur die Breite drin? Ja, Tatsache. Wir können auch die nehmen. Ne, die braucht 100 PS. Dann nehmen wir die Standarddrille. Kaufen die. So, dann haben wir eigentlich jetzt alles, was wir auch zur Bodenbearbeitung brauchen. Kartoffelbusiness. Warte mal, können wir überhaupt Kartoffeln machen? Die kleine Pflanzmaschine geht, aber ich weiß noch nicht wegen den Dingen hier. Hier Kartoffeltechnik. Die können wir uns kaufen. Die zieht unser Trecker. Sollen wir die kaufen? Ja, wir machen hier Kartoffelbusiness. Kaufen. Dann. Was ist das denn hier? Diese Ernte extrahiert die Kartoffeln aus dem Boden und ernährt sie automatisch, wodurch die Kartoffelschalt in welchen. Was sind denn hier die Unterschiede? 1,5, 1,5. Was ist das? Ach so, sonst muss ich Kraut schlagen, ne? Ist ja egal. SE 85, 55. Das ist doch der hier, ne? Ach komm, wir kaufen diesen Apparillo. Den zieht unser Schlepper. Da können wir nicht mit... Kaufen den. Rechts. Okay, kaufen. So, den Rest an Kohlen behalten wir jetzt erst noch. Den brauchen wir dann ja später. Da müssen wir uns dann aber einen größeren Schlepper für kaufen, ne? Außerdem brauchen wir, na, obwohl wir kaufen den auch direkt. Was wir haben, haben wir, brauchen wir nicht mehr kaufen. Das haben wir alles erledigt. So. Rein theoretisch brauchen wir jetzt dieses Land noch, um shoppen oder so bauen zu können, ne? Was kostet das? Ich will nur diese... Oh, das war so klar, ne? Dass das jetzt natürlich wieder... nicht geht.
Wenn nicht, machen wir hier noch ein bisschen was. Guck mal, wir können hier. Ja, da können wir dann gucken, ob wir da noch was hinbauen. Aber so würde ich jetzt erstmal verfahren. Ne? Wir haben bei Null angefangen. Wir haben jetzt einige Maschinen, die wir benutzen können. Wir müssen eh ernten eigentlich. Eben gucken, ob der den Fluch hochhebt. Weil dann haben wir nämlich gewonnen. Ja, läuft. Der hebt den Fluch. Als Chlor. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Das fehlt unser Ackerschlepper hier auf der Hinterkäufeck. Hat doch ein bisschen Probleme, ne? Mit dem ackern wir hier. Wir können ja auch bei den Nachbarn noch was zur Not unterstellen, wenn wir Bock keinen Platz mehr haben, aber sonst. Wir kaufen uns noch Schafe, wir können eine Wiese mähen, wir können ernten. Wir haben halt kleine Flächen, ne? Und die Rüben. Müssen wir uns halt mal eine Wiesenmaschine mieten und die einmal runter machen oder was? Ich hab echt. Für die Schafe brauchen wir auch Rüben, ne? Normalerweise. So. Schade, dass man die Ecke hier nicht so dazu kriegen kann, ne? Aber egal. Kein Problem. Da können wir locker mit leben, Leute. Wir können jetzt hier voll durchstarten. Alles, was wir brauchen. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Dies wird hier so ein ja, ich würde mal sagen, Nostalgie-Projekt, ne? Oder, ja, alte Schlepper, ne? Kein Stress, nichts Wildes. Das Einzige, was ich wahrscheinlich machen werde, ist mit dem Wald dazu cheaten. Obwohl, ne, machen wir nicht. Wir erarbeiten uns das mit den kleinen Maschinen. Wenn nicht, setze ich irgendwo was hin. Eine Milchschafweide kann ich auch zum Beispiel auf eine Wiese setzen, die da hinten ist. Kein Problem, das werde ich auch wahrscheinlich machen. Da kann ich ja drum zunähen, ne? Weil dann machen wir hier Schafe und ein bisschen Kartoffelbusiness. Habe ich voll Bock drauf. Hier mit unseren kleinen alten Maschinen. Ja, da werden wir vielleicht ein Problem mit kriegen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ne, zuerst die Drille. So ist der Plan, ne? Jetzt habe ich noch gar kein Bild, ne? So. Hofplanung ist fertig. Wir haben zwei Flächen. Wir haben zweimal Wiese bis jetzt. Das reicht, glaube ich. Müsste reichen. Ja, müsste reichen. Und dieses Projekt weiß ich noch nicht. Ich denke, ich werde das auch so ein bisschen jetzt immer zwischendurch mit einschieben. Genau wie die Drei-Sterne-Hof. So an Projekten, wo sonst nicht mehr so viel geguckt wird, schiebe ich die mal zwischendurch mit rein. Dass ein bisschen Abwechslung da ist, ne? Oh, der ist zappelig auf der Vorderachse, ne? So werde ich das handhaben. Hier ist kein Stress, wenn hier
4 Folgen Flügen sind, dann ist das halt so. Das sage ich auch von vornherein. Dieses Projekt ist entspannend und Oldie-lastig. Was so mein Mod-Ordner jetzt hergibt. Jetzt extra 10.000 Mods zu suchen, weiß ich nicht. Da hab ich im Moment nicht so die Zeit für. Und es soll ja ein entspanntes Spielen sein hier, ne? Ich hoffe, das kommt überhaupt bei euch an. Ich hab die mal vorbeigelassen, ne? Müssen auch erst stretchen. Und drüben weiß ich echt nicht. Sollen wir die runter machen oder sollen wir die... Zieht denn unser Schlepper überhaupt die Rübenkarre? Müssen wir mal gucken. Sollen wir mal so ein bisschen hin und her aufrollen hier. Hoffentlich zieht er den Ruder, ey. Da habe ich echt am meisten Bedenken. Aber wir sind auf Coin angewiesen, ne? Wir haben alles selber. Das finde ich ist das Coole. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Shoppen. Da bin ich ja ganz ehrlich. Der fehlt noch. Den müssen wir uns noch irgendwie organisieren. Schlecht bei den Nachbarn was unterstellen, ne? Das muss ich auch, ne? Dann werden wir wahrscheinlich Maschinen immer hin und her räumen müssen, ey. Da wird's drauf hinauslaufen, ne? Ich hab hier Curse Blade drin, ne? Ja, das ist schon mal gut. Habe ich gar kein AD aktiviert? Oder ist die nicht AD-ready? Weiß ich gerade gar nicht. Aber wenn ich Crossplay drin habe, ist schon mal gut. Dann kann der auch mal zur Not alleine eine Stunde fliegen. Aber fliegen weiß ich auch nicht. Mit der Vorderachse haben die es alle nicht so. Da kannst du nicht so mit um die Kurve brackeln. Der Verkehr ist ja hier um Mast, ne? Da wollen wir noch die Milchschafe rein. Ah, oh, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde mich total über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.